Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines Snowfall. Ich bin euer Luxor und wohoho, die Fahrradfahrer fahren ja hier wie Schweine. Links, rechts überholt, alles. Oh, die wankeln aber so. Liegt es an den Autos, die an denen vorbeifahren? Oder woran liegt es so, dass sie so eine Haken schlagen? Die zwei sind jetzt normal gefahren. Der weiß jetzt gar nicht, wo er hin soll. Müllwagen. So, und zwar habe ich hier gerade was entdeckt. Wir haben in der letzten Folge unsere Objekte erstellt. Und ich würde sagen, die werden wir auch gleich mal setzen. Vorher habe ich noch hier was entdeckt. Und zwar habe ich hier entdeckt ein McDonald's. Das habe ich mir runtergeladen. Und die Dinger scheinen selbst zu entstehen in kleinen Gewerbegebieten. Ja gut, gemischtwarenladen. Ist natürlich ein Fail. Das Ganze wird natürlich ein McDonald's. So wie es sein soll. Keine Ahnung, ob die Rechte vorhanden sind, aber ich spiele für mich, von daher ist es so. Oh, und da baut sich gerade noch was. Ja, und zwar hat Atterboom in Folge, ich glaube, 48, 49 gefragt, ob die unterirdische Autobahn, die wir hier gebaut haben, das muss 49 gewesen sein, da haben wir sie nämlich auch gebaut, hat er nachgefragt, ob die, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn nicht, tut es mir sehr leid. Müssen wir mal gucken, ob wir es irgendwie anders klären können oder so. Dann verstehe ich die Frage, sonst richtig einen Lautstärkepegel verursacht. Und da können wir hier in unserer Statistik mal gucken. Gehen wir auf Gehörschutz. Und die unterirdische Autobahn scheint keine Lautstärke zu verursachen. Was hier jetzt so rot-rosa ist, sind die kleinen Gewerbegebiete, die hier stehen. Sowie unser Heizkraftwerk. Das Geothermie-Heizkraftwerk. Hier sind es auch die Gewerbegebiete. Also die unterirdische Autobahn scheint echt keinen Sound zu verursachen, sonst hätten wir hier überirdisch was haben müssen. Aber ich meine, ey, gut klar, was unter der Erde ist, ist schallgeschützt, gell? Von daher ist es nicht allzu verkehrt. Also es ist schon ganz richtig so. Und ich hoffe, damit deine Frage beantwortet haben zu können. Wie auch immer. Naja, eine Antwort zu der Frage geben haben zu können. So, was ist denn hier eigentlich mit unserer kleinen Feuerwehr, die wir gebaut haben? Jo, die hat Probleme, die kommt nicht überall ran. Wir fahren momentan 12.000, 11.000, eine schwankt etwas. Wir werden aber die Feuerwehr hier abreißen. Ja, nun jammert mal bitte nicht rum. Ihr kriegt gleich eine große, fette Feuerwehrwache und ich hoffe, dass die wesentlich mehr bringt. Na, noch nicht überall. Was ist hier mit den einzelnen Gebäuden? Könntet ihr euch vielleicht auch mal bitte ins Blaue färben? Wo sind hier Leute? Hier stehen Leute auf dem Feld, das ist ja cool. Sterling Clark. Die Kirschresidenz. Was machen die denn? Sophie Jones, die sollen hier Football spielen. Bitte, gebt euch mal Mühe hier. Lichter sind an. Keiner hat Bock hier irgendwas zu machen, oder was? Ja, von daher wäre es schon sinnvoll, eine Autobahn unterirdisch zu haben. Der Nachteil daran ist natürlich, das Ganze ist wesentlich schwerer zu arbeiten, wenn man eine Autobahn hat. Ich sag mal, wenn ich hier so über mehrere Etagen, wie hier so eine Kreuzung oder sowas unterirdisch arbeiten wollen würde, kann man machen, keine Frage, aber dann hat man so einen dicken Klumpen und wir haben unterirdisch meiner Meinung nach nur drei Ebenen. Wir können ja mal eben schauen. Straße. So, einmal Bild ab, zweimal Bild ab, dreimal Bild ab. Ja, und damit war es das auch schon. Mehr geht nicht. Eins, zwei, drei, da sind wir auch schon wieder oben. Und wenn man dann untenrum natürlich auch noch U-Bahn langziehen möchte oder so, das heißt, man muss dann den ganzen öffentlichen Verkehr mehr oder weniger überirdisch klären. Ich glaube, es hat er auch geschrieben. Das Problem ist natürlich nur, dann werden die Straßen voll. Unser Problem ist ja hier weniger die Autobahn, sage ich mal, die voll ist. Klar ist die gut befahren. Aber wir haben ja mehr oder weniger das Problem hier auch an den ganzen Straßen, die dann noch voller und noch voller werden. Wie hier zum Beispiel staut sich wieder ein kleines Stück. Ist jetzt nicht allzu doll. Ist aber natürlich bescheiden schön, wenn dann noch viel, viel mehr Öffentliche dazukommen. Beziehungsweise bräuchte man da eine bessere Strukturierung. Nicht so wie ich hier irgendwie spiele. Habe ich zumindest manchmal das Gefühl, dass ich hier etwas verpeilt spiele. So, nichtsdestotrotz. Oh, hier ist auch ordentlich Action. Da fahren sie. Ich würde ganz gerne mit euch die in der letzten Folge erstellten Objekte einfach mal benutzen. Ich habe jetzt festgestellt, was diese Tourismus, wie auch immer, Accumulation da war oder was es war. Ich habe schon wieder vergessen, mein Englisch ist nicht allzu dolle. Und ihr werdet jetzt auch gleich sehen, was es ist, was es war, wie auch immer, für die, die es nicht wissen. Wo hatten wir es jetzt? Hier haben wir unseren dicken Park. Den werden wir, ich weiß gar nicht, wo wir den hinsetzen. Wie teuer habe ich den überhaupt gemacht? Da habe ich überhaupt nicht auf den Preis geachtet, glaube ich. 516 die Woche.
Parkanlage, hey, was geht denn, Leute, für 500? Da geht auf jeden Fall was. Wenn man dann den Platz dafür hat, heißt das. Den wir irgendwie scheinbar nicht dafür haben. So, da hinten würden schon wieder Wohngebiete fehlen. Allerdings haben die hinten echt keine Grünanlagen, wa? Von daher ist es schon so theoretisch ein Must-to-have. Und wir setzen den einfach hin, weil, wieso nicht, dadurch, dass wir die Bäume außerhalb haben, fügt sich der Park hier, finde ich, ganz gut in die Region ein. Es sieht so aus, als ob wir das Ganze hier von Hand mit hingestellt haben. Hier die Bäume so mit am Rand, fügen sich mit den Bäumen hier ringsherum Platz ein. Ihr habt nicht gesagt, dass euch die Bäume hier stören bisher. Wenn sie euch stören, einfach in die Kommentare, wenn es zu viel ist. Ansonsten, ja. Mal gucken, ob sich hier irgendwie Leute anfinden, die den Park besuchen. Wir haben ja unsere Traube hier mehr oder weniger für den Spielplatz positionieren wollen. Und ich würde sagen, als nächstes können wir auch gleich noch unseren Parkplatz bauen. Bin gespannt, wie hier der Park besucht wird. Da haben wir auch die Freude, glaube ich, nicht ganz so hoch eingestellt, gell? Warte mal. Ja, die Leute, nee, freuen sich darüber nicht ganz so doll. Jetzt können wir ja mal den Parkplatz... Guckt euch mal hier diesen grünen Umfang bitte an von dem Park. Und an dem haben wir ja nichts verändert gehabt. Und jetzt guckt euch einfach mal vom Parkplatz das Ding an. Jetzt wisst ihr, wo die 5000 hin sind. Mit dem einen Parkplatz nehmen wir hier fast 3x3 Felder ein. Das waren die 5000. Ich werde das Ding wahrscheinlich nochmal bearbeiten. Aber nichtsdestotrotz, jetzt hier erstmal hingestellt das Ding. Achso, wir haben uns die Zeit auf langsam, sehe ich gerade. Woho! So, aber den Parkplatz würde ich mir trotzdem ganz gerne mal so im Spiel angucken, was wir da geleistet haben. Da stehen sogar schon die ersten Autos. Kaum ist der Parkplatz da, stehen auch die ersten Autos. Sehr schön. Gefällt mir. Direkt neben der Feuerwehrwache sieht das Ganze auch nicht wirklich schlecht aus, finde ich. Ich muss sagen, das hat irgendwas. Passt dazu. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal, wo wir hier noch überall einen Parkplatz hinsetzen können. Das Ding ist nämlich... Alter, jetzt wachsen hier die ganzen Häuser. Ist ja denn schon so ein bisschen, ne? Was haben wir denn hier eigentlich? M und H Bekleidung. Sauber. So, aber Parkplätze braucht auch die Industrie. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal ein paar Parkplätze. Und genau, ich wollte ja mit euch eh noch was machen, gerade was hier in die Industrie angeht. Bevor wir die Parkplätze bauen, werden wir hier erstmal, zack, hier übergehen. Und zwar würde ich hier ganz gerne mit euch zumindest hier zum Industrieteil, bis unter die Brücke eventuell. Hier hinten bei den Anwohnern bleibt der Platz. Aber was hier hinten so den Industrieteil angeht, würde ich schon ganz gerne einen Kai haben. Na? Das Ganze so ein bisschen abdichtet, wäre übertrieben. Aber dem Ganzen so eine relativ saubere Optik vermacht. Genauso wie hinten bei der Landwirtschaft finde ich es persönlich relativ hübsch. Wenn wir hier diesen Kai haben. Ah ne, ich habe vergessen, ich habe für Folge 50 habe ich mein für den Objekteditor, den wir durchgegangen sind, musste ich hier meinen Mod-Arc deaktivieren. Oh Gott, Zungenbrecher. Mit diesem Tag- und Nachtwechsel, weil es beim Mod direkt nur geflackert hat laufend. Und das konnte ich euch bei der Aufnahme nicht antun. Und ja, jetzt habe ich ihn vergessen zu aktivieren. Das ist natürlich scheiße. Jetzt können wir zwischen Tag und Nacht nicht wechseln. Werde ich aber nach dieser Aufnahmefolge hier erstmal wieder aktivieren. Nichtsdestotrotz, weiter hier Richtung Parkplätze. Industrie braucht auch Parkplätze. Gewerbe braucht einen Parkplatz. Wenn wir den Parkplatz, zack, hier neben dieses Dings setzen, neben die Skulptur... nehmen den Park mit. Picknick ist es, oder? Platz mit Bäumen. Na gut, ganz im Ernst, wenn ich mir den Boden angucke, wie da die Bäume wachsen sollen. Der einzige ist der in der Mitte, der ein bisschen Nährstoffe ziehen kann. Ja. Schön. Ich muss den Parkplatz definitiv noch etwas abändern. Ich meine, ist ja schön. Der Parkplatz scheint uns jetzt hier alles... ist ja schon fast so eine Art Cheaten. So war das eigentlich nicht gedacht. Ich dachte, das ist schon der Umfang. Ich konnte die 5000 nicht einschätzen, dass es über die ganze Fläche hier gleich geht. Den werden wir auf jeden Fall verringern, den Umfang. Und ich weiß gar nicht, wodurch es kommt, dass die Leute sich hier so freuen und alle so böse expandieren jetzt. Ob das auch mit diesen 5000 zusammenhängt. Mal gucken, ob wir hier einen Parkplatz
direkt neben die Oper noch bauen können. Cool wäre es ja ein bisschen. Hier hinten neben das Krankenhaus auf jeden Fall. Neben die Oper, das... Na, verdammt, das ist eine leichte Schräge hier drinne. Wir bauen die Parkplätze einfach nur, weil sie auch passend sind. Mit so einem Grill neben der Oper. Naja, kann keiner sagen, passt nicht, aber hallo. So. Sehr schön, da landet auch noch ein Flugzeug. Lauter Grüne jetzt hier. Oho, ist aber auch eine gefährliche Aktion. Nach und nach zu... gleich wieder loszulegen hier mit dem Start. Was machen wir jetzt? Alter Walter, was ist denn hier los? Ist hier wieder rumgewusel. So, und ich würde ganz gerne hier das Ganze umbenennen. Wenn wir schon ein schönes Feld drin haben aus Berlin, nehmen wir hier auch noch gleich die Bars mit aus Berlin-Reinickendorf. Wir gehen den ganzen einfach mal so Bezirksnamen bzw. Abschnittnamen aus Berlin. Die Stadt, in der wir leben oder auch nicht. Was haben wir hier? Farm der Tiere. Ach ja, seht ihr, sehr schön. Habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ich habe ja hier... wo haben wir sie? Na nö. Wir haben doch mal hier viele kleine runde Dinger gesetzt. Na ja, gut, wie dem auch sei, ich habe hier eine neue Mod runtergeladen für die Felder. Und damit sind die ganzen Dinger beweglicher und ergeben so eine Kästchenform. Denn die Kreise, die ich hier letztes Mal hatte, ich weiß nicht, ob ich die hier noch drauf habe. Müsste ich glatt mal gucken. Wenn, wüsste ich gar nicht, wo die waren. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen planlos. Aber ich bin der Meinung, die waren hier irgendwo schon drinne. Und ja, auf jeden Fall, wie dem auch sei, ich habe die eine Mod runtergehauen und neue Felder mit angesetzt, weil ich die wesentlich schöner finde. Genauso wie hier sieht man sie auch nochmal. Einfach nur Farmland. Zack. Sieht man, ist gut gesagt. Man sieht noch nichts. Aber man wird gleich sehen, wenn ihr mir kurz noch Zeit gebt. Einmal so, was ist da mit der Straße jetzt los? Gut, das sind die zugeschnallten Dinger. Aber das hier müssten im Normalfall auch Mods sein für die Felder. Ihr seht scheiße aus hier. Warum seht ihr so kacke aus? So war das Ganze eigentlich nicht gedacht. Kann er gleich wieder weg hier. Oh, da hinten brennt es. Ist jetzt richtig Gewusel und Getummel los. Und wir könnten hier theoretisch unsere Autobahn abreißen und auch unterirdisch bauen. Dann hätten wir hier hinten nämlich viel, viel mehr Platz für die Forstwirtschaft. Aber wir werden erstmal Forstwirtschaft noch bauen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und wir werden hier nochmal kurz kotzen. Wir werden hier nochmal kurz kotzen. Ach man, ich blicke hier immer nicht so was. Ey, ich spiele das jetzt schon so lange, dieses verdammte Spiel, und ich blicke jetzt nach dem Patch 1.4 immer wieder noch nicht durch mit den, wo sich was befindet jetzt mit den Bäumen und so einem ganzen Quark. So, da wächst und expandiert auch der Rest. Der Nachteil an diesen kleinen Feldstraßen ist natürlich, hier gibt es kein Licht weiter. Aber ich meine, die Autos haben ja Licht und von daher mit die Träger, die hier rumfahren. Das ist eine Feuerwehrwache. Das ist eine Feuerwehrwache. Ups, jetzt bin ich aus Versehen auf Space gekommen, habe Pause gemacht. Lieber es. Sehr schön. So, wir sind schon wieder bei 14 Minuten Aufnahmefolge. Und wir werden nochmal anfangen. Wir werden einfach nur anfangen. Nee, wir werden den neuen Distrikt hier noch nicht anfangen. Ich wollte jetzt mit euch diesen neuen Distrikt angehen und hier die Freifläche nutzen. Wir werden das Ganze jetzt anders machen. Genau, machen wir einfach mal. Für diejenigen, die es schon mitbekommen haben oder auch nicht. Wir werden jetzt hier freilaufende Straßen. Gib sie mir, Baby. So. Richtig, wir werden jetzt hier die Autobahn einfach mal unterirdisch anfangen zu bauen. Ich würde sagen, hauen wir die ganz tief gleich. Ich verpeile das dann später, wenn wir die U-Bahn langziehen wollen. Wir hauen die gleich ganz tief. Auf die letzte Ebene.
Ja, hier ruhig ein bisschen Platz lassen, damit wir hier Abfahrten notfalls basteln können, sage ich mal. So. Mal gucken, ob wenn wir es jetzt so machen, hier noch rauskommen. Nee, Gefälle zu steil. War irgendwie klar. Schade, hätte aber klappen können. Das war ein Versuch wert. Und dann setzen wir hier nochmal an. Gefälle immer noch zu steil, Mann. Was machst du denn da? Warum? So, noch ein zweiter Weg. Jetzt darfst du aber hier funktionieren, wenn du möchtest. Mal dein Ernst. Das gibt's doch nicht. Dann führen wir es hier eben so von selbst hoch. Hä? Habe ich hier die ganze Zeit nur falsch angelegt oder was? Nee. Gehen wir noch eins hoch. So. Wie Gefälle zu steil? Was willst du denn jetzt hier von mir? Dann gehen wir hier noch eins hoch. Da ist der Ausgang. Mann, dein Ernst jetzt hier? Das gibt's doch nicht. Komm. So mal was von der Seite. Gefälle zu steil. Leck mir doch am Arsch, ey. Jawohl! Und wir haben es noch in dieser Folge geschafft, eine Megalopolis zu werden. Damit haben wir 65.000 Einwohner in Folge 51. Ich würde sagen, wir sind auf dem besten Wege, dass wir unsere 100.000 Einwohner auf jeden Fall bis Folge 100 locker haben. Und ich freue mich, damit haben wir jetzt auch den International Airport freigeschalten. Sehr schön. Ein großer Flughafenkomplex mit 2 Startbahnen, 11 Terminals und vorbereiteter Anbindung an ein U-Bahn-Netzwerk, der viel mehr Verkehr als ein konventioneller Flughafen bewältigen kann. Ich meine, ey Leute, jetzt mal ganz im Ernst, das haben wir nötig. Wir brauchen den internationalen Flughafen. Ich meine, wir haben ja immerhin satte 12 bis 18 Passagiere auf unserem anderen Flughafen und von daher haben wir es auf jeden Fall nötig. Kann mir jemand sagen, was er will? Wir brauchen unbedingt diesen Flughafen. Aber jetzt erstmal hier weiter zur Straße. Das kann es doch nicht sein, dass hier... Ich werde es hier mal irgendwie versuchen, knapp zu bauen. Es gibt's doch nicht, wie es Gefälle ist, hier zu steil. Was willst du denn jetzt? Okay, machen wir es eben andersrum. Ist mir auch wurscht. So, Bild ab. Auf Ebene 3, auf die letzte wollten wir abtauchen. Zack. Ist ganz schön schwer zu sehen. Müssten wir mal hier von, genau, von oben etwas gucken. Wie gesagt, die Dinger müssen hier nicht genau parallel laufen. Ansatzweise reicht. Sodass man sie später zuordnen kann, was es denn nun wirklich ist und so auch an sich hat. Zack, sehr schön. Hier ging es doch auch. Warum geht es da drüben nicht? Das finde ich hier sehr scheiße, gut. Dann gucken wir mal, werden wir hier nochmal ein bisschen was wegnehmen. Gehen wir mal runter. So. Jetzt geben wir mal hier die Straße. Aha. Und dann deaktivieren wir hier mal den Raster. Wissen wir immerhin, was stört, ist hier diese Schräge. Okay, dann machen wir das mal ganz einfach. Ich werde schon wieder... Wir überziehen die Folge hier schon wieder. Ist schon wieder etwas... Axt! Okay, dann können wir den Raster auch wieder aktivieren. Wunderbar, jetzt klappt das auch. Und jetzt... schauen wir einfach mal. Ach Mist, warte mal. Wir müssen hier... Nee, warte mal. Machen wir hier doch mal den Demolition Mode weg. So rum ist richtig. Genau. Ja, so rum sieht es doch schon viel besser aus. Kurz mal gucken.
Pfeile nach draußen. Das Ganze läuft hier wunderbar. Jetzt werden wir hier drüben nochmal eben Polym die eine Autobahn anschließen. Na, nicht verbessern. Das war ihm nämlich hier eben gerade so ein bisschen im Weg. Ziehen wir das Ganze einfach mal so hin. So dürfte es passen. Und ja, wir ändern ja deine Richtung. So, schön, wunderschön. Damit haben wir auch hier unsere Autobahn jetzt unterirdisch angeschlossen. Es gibt hier kein Gejammer mehr, dass hier irgendwas nicht angeschlossen ist. Und wir können uns auch unser letztes Stück Land dazu kaufen. Ich weiß nicht was, wie gesagt, theoretisch würde ich hier ganz gerne die Insel dazu holen. Wir haben aber noch da oben eine Insel auszubauen. Hier hinten haben wir noch einen Inselbereich, Abschnitt, wie auch immer. Da oben können wir auch noch eine kleine Ecke zubauen. Festland wäre praktisch, da man denn hier schon was Größeres noch mit ransetzen könnte. Ich weiß, es gibt auch eine Mod, bei der man sich alle 25 Kacheln freischalten kann. Würde ich bis jetzt ungerne machen, mir die Mod runterzuladen, da ich das Spiel ganz gerne fast nach, abgesehen von unserem erschummelten Parkplatz jetzt, aber sonst ganz gerne, ja, nach den offiziellen Spielregeln, sage ich mal, spielen wollen würde. So, was haben wir hier hinten? Haben wir kein Wasser angebunden, das ist schlecht. Und das ist sehr schlecht. Nehmen wir hier gleich die Heizungsrohre. Ja, machen wir einfach mal so. Was ist los? Okay, läuft bei dir. So, und was wir nochmal kurz gucken können. Ach, hier, Atterboom. Einmal für dich zum Thema, was ich am Anfang der Folge angesprochen habe. Wenn irgendwas zu laut ist, kommt hier dieses Symbol, dieser grüne Smiley mit den X und den Kopfhörern drüber. Und da steht jetzt, die Leute sind krank. Kranke Bürger. Wieso, warum, weshalb er krank ist? Ich würde jetzt davon ausgehen, dass hier die Bauernhöfe zu nah sind, dass der Lautstärkepegel da drüben die Leute krank macht, den Leuten Stress bereitet, wie auch immer. Wie man sieht, ist es so, die Industrie ist hier ziemlich nah. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, kann auch an der Straße sein oder hier am U-Bahnhof liegen. U-Bahn-Station. Wenn wir sie deaktivieren, könnten wir mal gucken. Wir können ja einfach mal testweise. Da müsste auch der Lautstärkepegel gleich abfallen. Und schon sieht man, ist hier ordentlich vom relativ dunklen Rot. So, aber wird wieder aktiviert, da wir ihn brauchen. Aber hier schon waren die Leute wieder gesund und zufrieden. Müssen sie woanders hinziehen. Ja, wie dem auch sei, hier hinten haben wir ein paar Kriminelle. Nehmen wir nochmal eine Polizeistation hier in dem Weg. 6% Kriminelle. Nehmen wir hier gleich Polizei-Headquarter. Wo haben wir denn hier hinten? Wir haben hier hinten... Das ist bloß ein kleines Polizeirevier, oder? Ist das Polizeihauptquartier? Palum, palum, geh mal hier noch weg. Das ist nur eine Polizeiwache. Die werden wir definitiv mal abreißen. Und die in einem Polizeihauptquartier mit ransetzen. Zack. Schön, wunderschön. Damit ist hier alles hellblau. Whoop. Und es wächst und ist die Kriminalität... Ach, jetzt ist es super, jetzt haben wir hier schon 7-8%. Jetzt steigt die Kriminalität, obwohl wir ein größeres Polizeirevier haben. Wo ist der Fehler an dem Ganzen? Man weiß es nicht. Vielleicht müssen die Streifenwagen erst ausfahren, so wie es aussieht. Fahren sie jetzt erst alle raus und bekämpfen die Kriminalität. Ja, ich würde sagen, aber in dieser Folge haben wir eine ganze, ganze Menge geschafft. Unter anderem unsere eigenen Objekte gebaut. Haben wir hier einen Stau wieder? Ja, haben wir. In der nächsten Folge werden wir mir hier den Stau angehen. Ich werde hier einfach eine Abfahrt rüber ins Industriegebiet direkt setzen, statt dass sie über den Kreisverkehr alle rüberfahren müssen. Ja, wir haben unsere eigenen Objekte gesetzt. Wir haben die Autobahn unter Führung da miteinander verbunden. Und hier hinten noch ein Mekkes entdeckt, den eigenen Park gesetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen oder einen Kommentar da lassen. Zack, was für ein schöner Tag, um mit Touristen im Park spazieren zu gehen. Schiebedienststadt. So, Moment, jetzt will ich noch ganz kurz gucken. Und wie hier diese Menschenmassen toben. Hier ist nichts, da sind ein paar Jogger. Jetzt versammeln sich Vereinzelte. Och, jetzt werden es immer mehr langsam. Die kommen zum Tschüss sagen. Ja, so, damit verabschiede ich mich von euch. Sage, macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.